Und da sind wir wieder. Vielleicht mein Einsatzoffen. Das geht lang. Ja, ein bisschen dauert es immer. Ich schau nochmal hier kurz runter. Wasser brauche ich, stimmt, bevor ich es vergesse. Habe ich die Eimer noch? Oh, Adam. Wir haben ein Problem, glaube ich. Was hast du kaputt gemacht? Marco? Ja, schau mal. Die Netherracks hier werden immer weniger. Das Ding arbeitet schneller, wie das Ding nachpumpt. Ja, was geht da eigentlich nicht? So. Ne, 14, passt doch. Ach so, hast du nur 14 drin gehabt, oder was? Ja. Achso, ich dachte, das war ein Stack. Okay, nein, passt. 14, ja, 15, passt. Also immer. Dann haben wir kein Problem. Kann ja eigentlich nicht sein. Falscher Alarm. Nom. Karottas. Voll der Öko hier, ein fitter Biest. Jump. Was war Eierwasser? So. Ah ja, für alle, die sich immer fragen, warum so beschissene Wasserbugs manchmal entstehen im Wasser, wo es dann so eine Endlos-Saugstelle gibt. Und zwar, ich kann euch zeigen, wenn ich hier Wasser rausnehme, passiert das nicht. Wenn ich aber hier Wasser rausnehme, passiert's. Wenn ich jetzt aber hier einen Block hinbaue, ist es wieder weg. Ich bin so cool. Wo kam das Skelett hinter mir auf einmal? Zombie, Marco. Ja, Zombie. Also ich weiß nicht, viele wissen es vielleicht nicht mit dem Wasser, weil ich habe mich früher auch immer aufgeregt, was der Scheiß da soll. Ja, das ist ja, das soll ja, glaube ich, jetzt in der neuen Minecraft-Version, das ist, glaube ich, gefixt. Ja, ist an sich halt einfach nur ein Bug, wenn drunter kein Block ist, also wenn das Wasser mehr als ein Kästchen tief ist, dann passiert das. Und ich baue hier schon mal das Wasser rein. Oh, hier ist ja unser alter Schacht. Hm? Das ist ein alter Schacht? Ja, der alte Schachtteil. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da unten waren. Den habe ich mal angelegt, glaube ich. Beschießt mich schon wieder was. Adam, so. Look at this. Ciao. Der schwimmt da unten jetzt. Okay. Ich glaube, da sieht man nichts, wenn ich runterschaue. Vielleicht ist mein Geld ja schon fertig. Immer noch nicht. Oh Gott. Dauert lang, gell? Ich will es jetzt endlich anschließen. So, soll es passen. Ja, vielleicht wäre es klug, wenn ich einfach mal in Nether gehe und schon mal einfach hier. Warum kommt hier so wenig Strom an? Ach, du hast das Assembly-Ding da an, gell? Ja. Das könnte es erklären. Oder ich habe einen Anzeigebug, kann auch sein. So, dann habe ich irgendwie Bock, neue Portale zu erstellen. Adams Lieblingsbeschäftigung. Ja, das macht voll Spaß. Server zum Laggen bringen? Wir sind nur zu zweit drauf, das geht. Nur, ich glaube, ich brauche... Federn. Gleich. Nur noch 1% oder so. Komm schon. Ja, da ist es. Ich habe zu viel Crap im Inventar. Ich kann nicht mehr reden. Im Inventar, so. Engine Red, und mein Magen knurrt so laut. Inventory dumm. Full. Ich werfe, weil ich hier mal ganz viel Zeug. Ich glaube, das linke ist immer das, wo er es rausliest. Und schau mal, ob da beim linken irgendwie geht. Pipe empty oder irgendwie sowas einstellen. Ja, warte. Ah ja, links habe ich Redstone-Signal off und rechts habe ich Signal an. Es funktioniert. Ah, okay. Okay. Schwert brauche ich. Ich habe hier ein besseres Schwert. Das brauche ich. So. So, gut. Dann gehe ich jetzt in Nether und schmeiße das Query nochmal an. Und, ach so, die Energie, das Ding ist ja hier noch nicht voll. Haben wir Eier?
Wir haben Eier. Die da. Oder Federn. Denn soll ich mal probieren, ob wir mehr Strom hier rauskriegen? Nee, lieber nicht. Never touch a running system. Wir haben nur ein Ei, das gibt's doch nicht. Wollen wir schlafen gehen? Nein. Aber du weißt, was dann immer passiert. Ist immer nur, weil du zu spät ins Bett gehst. Ich hab ein bisschen mehr Energie dran jetzt. Komm jetzt! Okay. Schneller. Oh, sorry. Barry arbeitet ja jetzt auch noch, ne? Nein, da ist jetzt schon Skeleton wegen dir. Ich hasse dich dafür. Ich hasse dich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich lieg schon im Bett. Du warst zu spät. Ich dich rausschlagen aus deinem Bett. Funktioniert nicht. So. Keine Randale, doin, nichts, doin, alles in Ordnung. Doin, doin, doin. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Komm schon. Komm schon. Es kribbelt in der Nase. Jetzt vorbei. Toll. Sowas von für ein Arsch. Hier, guck, Adam. Hab ich einfach. Denkst du, schafft es nicht, dass es uns den Tank hier leer macht und alles kaputt geht? Ja, geht schon. Oh, krass, wir haben da jetzt schon 41 Stacks. Ja. Aber es pumpt gerade gar nicht. Das war nur das, was das Ding einmal gemacht hat. Jedes Ding bringt uns halt irgendwie 14.000 Megajoule oder so. Minecraft-Joule. Entschuldigung. Megajoule. Eine kleine Kiste hast du gesagt. Die eine. Ja, genau. Ich muss irgendwie an Federn rankommen. So, ja, ich hab da. Ah, ja. Ich hab dann so. Wie wär's mit. Hühnchen? Ja, wir haben keine. Ich habe nur ein einziges Ei bis jetzt. Aber ich gehe in diese andere Dimension und suche mir da Hühnchen und schlachte die einfach ab. Stimmt. Das löst mein Problem. Für das ist gut. Eine gewisse Zeit. Zwar nur, aber. Ja, Punkt nach haben nix. Wir. Genau, zurückfinden wir. Dann laufen wir mal. Doink, doink, doink. Ich hoffe, in dann Schneegebieten gibt es Hühnchen. Weißt du das? Aber. Schneegebiet Hühnchen. Wenn es Kühe und Schafe gibt, gibt es auch Hühnchen. Denk ich mir da immer so, ne? Doink, könntest du recht doink, haben. Doink, 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 doink. Vielleicht finde ich auch eine Village. Die verkaufen mir Eier. Voila. Für Dirt. Mhm. Ich hab's versaut. Ich sehe aber keine Hühnchen. Das ist die Frage, soll ich nicht einfach hier ein kleines Query aufstellen nochmal, oder? Könnte ich eigentlich auch machen, gell? Adam? Entschuldige, lag. Ein kleines Query könnte ich eigentlich nochmal aufstellen. Muss da ich kein so extra Ding ziehen. Die Energie reicht ja nur noch für ein kleines, sozusagen. Ja, aber die anderen sind schon wieder fast voll. Achso, hast du noch mehr? Ja. Ich höre dich da. Heute gibt's Hühnchen, Marco. Lecker Hühnchen. Ne Händel, Grillhändel. Oh. 6 Federn, nom, gib mir mal mehr. Doing, doing. Könnte ich es eigentlich. Ja, doch, warum nicht? Ich guck mir jetzt eine coole Stelle. Und da baue ich das Ganze hier nochmal auf. Weil wir sind ja mobil. Das ist nämlich das Coole. Wir können gehen, wohin wir wollen, weil wir eine coole Ender-Chest haben. Mhm. Ich kann auch ganz viele noch bauen. Ja, so. Also, die Dinge war noch EP rum. Am besten gehe ich jetzt irgendwo hin, wo ein fetter Berg ist. Gott, auf Eis sprintet man so schnell, wenn man springt. Doing, doing, doing. 360. Ich habe jetzt nur Angst wieder mit den Portalen. Nicht, dass Warum? Ich sterben werde. Ach so. Ja, das kenne ich, dieses Problem. Nom 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 nom
Ich bin heute zu brainlaggy. Für Minecraft. Ja, an aber sich nicht irgendwie. So, da sind wir wieder. Jetzt gut. Dann brauchen wir ein Buch, genau. Und das stellen wir hier wieder auf. Und gehen durch. Ich habe Angst. Ich will nicht sterben, Du wirst nicht sterben, oder? Ich hoffe. Es laggt. Es ist dunkel. Hallo? Oh Gott! Ich habe gerade mega Lag gehabt. Ja, ich bin gerade rein. Ach so. Kannst du das vorher sagen? Habe ich, oder? Nein! Oi, das sind ja schwebende Inseln hier. Mach mich so 2 Minuten vorher, bevor du es auf... Oh Gott, leckt das gerade. Nee, das ist echt uncool hier. Taugt mir nicht. Zurück. Opa. Das hat er auch schon wieder, das Zeug. Black Sunset. Schon wieder? Ja, ich habe fast jedes Mal die gleichen Schrottdinger hier. So. Ey, du bräuchtest einen Sumpf, gell? Hattest du mal gesagt. Brauchen wir. Ja. Ich weiß nicht mehr wegen was, aber... Ja, an sich, glaube ich, sind die ganz gut. Wie hoch ist nochmal das Gitter vom Quarry? 5, gell? Insgesamt. Ja, mit allem drum und dran. Okay, ich mache ein neues gleich auch. Und zwar jetzt. Gut, ja, ich habe jetzt keine Lava in der Nähe, das ist ganz okay. Oh, schon wieder Nacht, das gibt's doch nicht. Oh, alle Steine, die ich abbaue, erscheinen wieder. Sehr gut. Also wenn ihr immer in so ein Ding hier reinkommt, immer einfach stehen bleiben und erstmal beobachten. Wir sehen, dass hier Nacht ist. Das Allerschlimmste nämlich sind diese Blöcke, die einfach explodieren, randommäßig. Aber... Scheint alles glatt zu laufen. Ich sehe jetzt aber auch hier nichts Besonderes. Ich glaube, ich gehe wieder. Nur Zombies und so ein Scheiß. Zurück. Ich mach was hat man denn da? Fast Runner? Und ich stell's ganz oben auf, oder? Unter Bedrock. Okay. So, haben wir schon wieder nur Scheiße rausbekommen. Das und wieder zurück in die Crab-Kiste. Und ein neues rein. Ey, nein. So. Achtung, und wieder. Rein geht's. Ich krieg die ganze Zeit Nachtdinger. War schon gar nicht ab. Gut. Was? Schon wieder dieses Schachfeld. Oh Gott, ist mir schlecht. Zurück. Gar nichts gut. Ich krieg die ganze Zeit roten Sonnenuntergang, Aufgang oder Himmel. Wie viele Bücher haben wir eigentlich noch? Noch ein paar. Ne, 4 Stück mal jetzt noch auf. Denn das Ganze, ich seht ihr ja gerade, ich erkunde hier einfach. Also ich versuche neue Dinge freizuschalten. Damit, so. Damit und, so. Und ich mache. So. Und das nächste. Schon wieder Nacht. Das Ah, okay. Bin schon drin. Oh, das sieht aber schick aus auf der Karte. Oh, Pilzbiom. Hä? Pilzbiom bei dem Pigment Spawn? Das ist Ding. Achso, das Hell. Ist ja. Hell und Dings, glaube ich. Ja, genau. Oh, das ist ja cool. Okay, das kann man irgendwann mal verwenden. Okay. Asteroiden? Nee, Meteoriden? Da kann man halt, glaube ich, cool so eine Goldfarm oder so bauen. Ja, das muss gut gehen mit denen, ja. Okay, das ist cool. Aber...
Also die spawnen auch nicht wenige hier. Das sind echt viele, die hier spawnen. Da kann man eigentlich eine Flat-Map dann generieren und einfach rumlaufen. Ja, genau. Da musst du nicht mal großartig einen Spawner machen. Aber schon wieder ja, okay, Nacht, naja. Ja, wobei mit den richtigen Waffen stimmt. Ja, mit so einem verzauberten Sharpness-Ding oder so. Standard-Terra, Standard-Technik, normale Wörter. So. Genau, und was ich noch sagen kann, und zwar, was ich hier eigentlich suche, ist das beliebte Dingens für bessere Ores oder mehr Ores. Warum habe ich ein Buch zu wenig? Hm. Na egal. Ich darf nur nicht jetzt aus Versehen da reingehen. So. Und wieder rein, Marco. Es tut mir leid. Oh. Es macht so Spaß. Schon wieder Nacht. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwann sterben werde. Mega lag. Oh Gott. Sky World, da ist so eine Skyblock-Ding. Wie heißen die? Hilf mir mal. Skylands, genau. Nur mit Sand. Nur Sand? Ja, also nee, mehrere Sachen noch, aber Wüste, Wüstenbiom. Deswegen fällt die ganze Zeit Sand runter. Was für abgefuckte Welt. Warum die ganze Zeit Nacht? Was ist das für ein Mist? Ja, hier gehen wir auch wieder raus. Das bringt nichts. Nutzlos, nutzlos, der Scheiß. Skylands, genau. Caves und Mineshafts. Oh. Okay. Schon mal ganz gut. Dann jetzt brauchen wir ganz schön viel Energie erstmal, damit das Ding da hier überhaupt anfängt. Haben wir, haben wir. Okay, ich brauche hier noch eine zweite Kiste. Okay, noch eins mache ich. Ah ne, es ist schon wieder Nacht. Mal ganz schnell ins Bett und uns gleich legen. Oh, einen Augenblick, bitte. Ach so, da sind wir wieder. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Kommst du kurz schlafen? Ja. Kommst du ins Bett, Marco? Ja. Ich muss nicht schlafen gehen. Ich bin im Nether. Ach so, oh. Dann, ich lieg im Bett. Ah, jetzt stupst du mir noch Mathe an, das gibt's doch nicht. Ja, er stupst mich schon die ganze Zeit an. Aber ich habe ihn nicht zurückgeschrieben. Die Folge ist ein bisschen verplant. Es tut uns leid. Das ist jetzt das 12er, gell? Achso, das habe ich. Ja. Okay, ich mache jetzt noch eine Dimension auf. Und dann lassen wir es, glaube ich, heute, weil irgendwie geht gerade alles schief. Ich werde angerufen, angestupst. Es fehlt nur vielleicht ein Disconnect vom Server oder so. Ja, dann wäre es halt perfekt, ne? Was wollte ich denn? Kisten. Ich habe irgendwo Kisten mal reingeworfen. Okay, also eine Kiste. So, und da wieder zurück. Doing, 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 doing. Gehen wir mal. Und dann mach mal noch eine so eine Dimension auf. Ich sperre mich hier wieder ein, in meinem Dimensionshaus. So, okay. Dimensionshaus. Aufpassen. Nein, verdammt. Immer diese Lags. Oh Gott. Okay. Ich bin in einem Pilz gespawnt. Was ist denn da kaputt? So. Schon wieder diese Cracker-Biomes. Ah, ist ja geil. Hä? Der Fuck? Bist du auf dem Weg zurück, Marco? Nein. Hä? Der Fuck? Ist das neu? Es gibt doch diese Cracker-Biome, ist ja immer so, dass die Biomes sind so wie so ein Schachbrett angeordnet sind, gell? Mhm. Und ich habe aber noch gerade eins, ein Schachbrett und noch zusätzlich 4x4 viereckige Inseln, also 4x4 Chunk große Inseln. Okay. Auch schachbrettmäßig angeordnet, so. Da kann man immer schön einen Query draufstellen. Ja. Hä? Okay, warte, ich muss mal zurückgehen und schauen, was das ist oder was für eine Einstellung ist. Das ist echt geil.
Interessant, interessant. Das kenne ich gar nicht. Ist das neu? Oder ich hatte es noch nie. Sagen wir so. Ist das neu? Ist das wirklich neu? Ich weiß es nicht. Ne, Crackerboard Biomes. Was war denn das? Mushroom Island Soar. Interessant, interessant. Das behalten wir mal, das Buch. Also ich lade es erstmal rein. Also nie vergessen, was reinladen. Das stecken wir mal dahin. So, perfekt. Ja, die Kiste noch. Die Kiste. Bauen wir dahin. Da kommt alles Wichtige zum Rumgedings rein. Mehr haben wir da nicht. So, jetzt komme ich zurück. Genau, dann passt es eben, wenn du zurückkommst. Denn dann sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende für heute. Und was haben wir denn für die nächste Woche hier zu tun? Also, was ich schon mal weiß, was jetzt noch passieren wird, was ihr nicht seht, ist, diese beiden Redstone-Cells, die da unten sich gerade aufladen, werde ich jetzt noch dann... Oh, die sind sogar voll. Die werde ich dann gleich austauschen gehen noch durch die beiden leeren. Oder fast leeren. Die sind gerade auf ungefähr 15% ungefähr. Die lade ich dann auch noch um und dann werde ich sie hierher stecken und fertig. Genau. Quarry wird hoffentlich fertig sein und wir haben dann wieder neue Diamonds, weil wir haben nur 2 Stück. Aber wir haben die Woche, glaube ich, recht viel geschafft. Das war jetzt nicht so optisch viel vielleicht, aber wir sind aus der Eisenzeit und die Diamondzeit gerutscht. und genau, ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Ja. Ah, Adam, ich kann dir noch kurz eine Info geben. Ja. Wir haben genug Energie für die Dinger. Also es wird immer mehr. Achso, okay. Vielleicht können wir noch mehr anschließen. Ich habe es mal ausgerechnet, aber das sagen wir dann nächstes Mal. Genau. Dann bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.